anhaften kann mit den Händen oder so, das wäre voll geil. Aber es würde halt die Sache auch ziemlich einfach gestalten. Oh mein Gott, Alter, ohne Witz. Ich verzweifle hier noch. Diese Scheiße, oh Mann. Das ist so was von anstrengend, Leute. Mein Hirn platzt gleich, ey, bei dieser Kacke. So. Ich glaube, wenn man gescheit springt, schafft man die Sache auch nicht. Das Tolle ist ja, wir können ja nicht cheaten. Wir werden es auch nicht machen können. Wir werden es nicht machen. Aber manchmal, da will man einfach cheaten. Da will man einfach. Bei so einer Situation, da gibt es einfach nichts anderes, was man lieber machen würde. Natürlich ist das Gefühl, das selber geschafft zu haben, besser, aber bis man das hat, ey. Außerdem sind die Chancen bei dieser Scheißstelle immer 0%. Diese fucking Tiere, die schauen mir die ganze Zeit zu, wie ich da auf die Fresse falle. Das wäre vielleicht machbar, aber nur vielleicht. Ich hab's ja einmal geschafft, glaube ich sogar. Oder? Ich hab's doch vorhin geschafft. Nicht. Gut, dass wir nachher noch das normale Minecraft-Projekt spielen, ey. Da kann ich mich jetzt mal beim Angeln abreagieren. Ich liebe Angeln. Angeln beruhigt. Im Gegensatz zu dieser Scheiße hier. Ich glaube, das ist dieser fucking Sprung. Und dieser. Nee, nur dieser. Wenn ich den schaffe. Oder den. Dann habe ich es einfach. Weil ich weiß einfach nicht, wie man diese Scheißsprünge macht. Ohne Witz. Manchmal habe ich es glücklicherweise schaffe ich es manchmal, manchmal halt aber auch nicht.
Das ist halt das Blöde dabei. Weißt du, was ich aber machen kann? In gewisser Weise kann ich doch cheaten, glaube ich. Aber dafür muss ich erstmal testen, ob ich das überhaupt schaffe. So einfach drüber zu springen. Nee. Also ich hätte die Leiter jetzt abgebaut, mitgenommen. Zack. Hätte das Ding da weggemacht. Ich hab's geschafft! Oh nein! Nein! Oh mein Gott, Alter. Ich will's doch nur einmal schaffen. Nur einmal. Dann bin ich bei der nächsten Challenge. Ich muss es nur einmal schaffen. Einmal. Dann habe ich. Wo ist denn eigentlich mein Glück verblieben, ey? Wir wollten das eigentliche Minecraft-Projekt gerade eben, also vor dieser Aufnahme machen. Hat aber Burak gemerkt, dass er was rendern muss. Und dann haben wir halt gesagt, ja, dann werde ich so lange was anderes machen. Adi wird seine Filme weiterschauen. Und ich werde versuchen, diese Scheiße hier zu meistern und bla bla bla, Burak wird sein Video rendern. Es geht hier um Dead Space Videos. Es hat auch Prioritäten. Außerdem, wenn er jetzt rendert, hat er dann im Spiel, wenn er jetzt mitspielen würde, nur 25 Frames, sagt er. Und das wäre halt nicht so nice. Ich meine, okay, ich nehme hier jetzt mit 25 Frames auf, aber immerhin 35 Frames. Nee, ab und zu sogar 39. Okay, aber wenn es dunkel wird, mache ich eine Aufnahmepause, egal ob ich weiter bin oder nicht. Weil das. Das scheint für mich gerade unmöglich zu sein. Vielleicht werde ich noch Burak reinziehen können in diese Scheiße hier. Vielleicht würde Burak das sogar vor mir schaffen und mir dann die Tür aufmachen, worauf ich dann einfach mal durchlaufe. Aber ein bisschen Hilfe darf eigentlich sein. Ich mein, Alter, ich bin beim zweiten Sprung runtergeflogen. Wie behindert ist das? Es wird langsam dunkel, da ist wieder. Ja. Ich versuch's noch einmal. Okay, Leute, ich versuch's noch einmal. Tja, habt ihr gedacht, wa?